Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sechster und ja, vielleicht bester Teil. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Ihr könnt euch noch an Sokrates erinnern. Sein, glaube ich, bekanntestes Zitat, es ist allerdings unbestätigt, lautet, wenn nicht bald ein kaltes Bier am Tisch kommt, mach einen Aufstand. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Zitat der Wahrheit entspricht, aber über die Bekömmlichkeit des gefleckten Schierlings lässt sich natürlich, glaube ich, nicht streiten, weil da sind die Resultate doch eindeutig. Er hat, wie die Geschichte überliefert, die Jugend verdorben. Also das war sozusagen der Grund, warum er aus dieser Inkarnation erlöst wurde. Er hat die jungen Leute dazu angestiftet, die richtigen Fragen zu stellen. Und das Stellen der richtigen Fragen ist natürlich doch eine gewisse Kunst. Ich stelle mir immer wieder Fragen. Ihr könnt euch erinnern, damals, das war, glaube ich, war das in den 70er Jahren, als die ersten Textverarbeitungsmaschinen aufgekommen sind, oder was, späte 60er Jahre, ich weiß es nicht, ich kann mich bewusst jetzt nicht so daran erinnern, aber es sind halt eben die ersten elektrischen Schreibmaschinen bzw. Telex hat es dann auch gegeben. Kann ich mir noch gut erinnern, wie das so rat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  durchgelaufen ist, wie wir den Lochstreifen geschrieben haben und so weiter und so weiter. Und da wurde auch hoch und heilig versprochen, nur wegen dieser Textverarbeitungsmaschinen wird natürlich keine Sekretärin entlassen. Ich glaube, übrig geblieben sind dann nach Vollausstattung der Büros, glaube ich, keine 10% mehr der Sekretärinnen. Also dieses Versprechen war sehr, sehr interessant. Und wir haben überall diese hochinteressanten Versprechen, was da alles auf uns zukommen wird. Da ist immer für mich relevant die Aussage von Winston Churchill, wenn sie von ihm stammt. Es kommt darauf an, die Bevölkerung so lange hinzuhalten, bis der Maulkorb angepasst ist. Und ich glaube, darum geht es dann letztendlich auch. Wenn wir uns zum Beispiel erinnern, wo sie uns versprochen haben, ich habe hier ein interessantes Buch, das nennt sich Die 13. Helix, ein Praxisbuch zur Erweckung unseres verlorenen Gens. Nicht Hirns, nein, nicht Hirn, Gens. Und der Name Kishore Iyer, habe ich nachgeschaut, soll eine kanadische Autorin sein, hat einen YouTube-Channel, glaube ich, mit 864 Abonnenten oder waren 684. Auf jeden Fall sehr, sehr übersichtlich und spannende Dinge, die hier geschehen. Das soll uns auch etwas versprochen werden, sozusagen, es wird jetzt alles besser, es wird jetzt alles gut. Du musst nur, was auch immer, diese Bücher lesen. Und die kosmische Weiterentwicklung, die wird es möglich machen. Die Esoterik-Szene wird von der CIA kontrolliert. Ich glaube, das ist nichts Neues. CIA ist der Geheimdienst des Vatikan. Sagt man, ich weiß es nicht, ich habe es nicht überprüft. Das sind alles nur bösartige Gerüchte. Und hier werden immer wieder Gerüchte in die Szene implantiert. Und eines dieser großartigsten Gerüchte ist zum Beispiel jenes, dass wir jetzt mit unserem Sonnensystem durch ein kosmisches Bewusstseinsfeld rauschen und dass dann die Puff, die große Schwingungserhöhung kommt und die Menschen steigen, wie der Planet auch, nicht in die vierte, manchen ist die fünfte Dimension auch noch zu wenig, sechste, die siebte Dimension muss es sein. Okay, gut, ja, passt, ja, ja. Also manche steigen halt in die siebte Dimension aus, oder über. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit der dritten Dimension schon meine liebe Not, geschweige denn auf meinen zahlreichen Reisen auf die drübere Seite, muss ich ehrlich sagen, ist auch nicht immer so einfach. Mir wurden in den letzten Tagen schwierige Ereignisse angekündigt, weil ich versuche auch meine Reisen ein bisschen zu interpretieren, möchte nicht so gern darüber reden. Und also da kommt halt einiges auf uns zu. Für mich ist halt immer nur ein Konzept entscheidend, ich muss es selber machen. Egal wie es läuft, da ist keiner, der für mich zum Beispiel jetzt dieses Video dreht. Wenn du dich fragst, warum hat noch niemand anderer die Idee gehabt, für mich meine Videos zu drehen, ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht, warum das niemand tut. Aber bis es soweit ist, also
bis Jesus Christus zurückgekehrt sein wird, denke ich mir, arbeite ich halt lieber selber an dem, woran ich halt eben arbeite. Und das ist halt eine sehr clevere Sache, die hier läuft, denn hier sollen wir unser volles Bewusstsein entwickeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es der 13. Phönix oder der 13. Felix, ja, vielleicht, dass man hier das Strichel, die beiden wegmacht und hier eines oben, dann haben wir den Felix, weil mein Eindruck ist eher, dass ich, so bescheidener Blick in die erweiterte Runde, also ich rede nicht von meinem Publikum, sondern was man so mitbekommt, dass die, ich hätte jetzt nicht sagen wollen, Verblödung, ja, der Genialisierungseffekt der Menschen, die werden immer genialer. Mir fällt auf, die Leute werden immer genialer und genialer und genialer, und das erinnert mich dann schon auch ein bisschen an den Hollywood-Film Logan's Run. Aber was ich damit genauer meine, das verrate ich dir dann im vielleicht noch, Schmetterling, im noch besseren siebten Teil, ja genau, Ende.